Moin Moin und herzlichst willkommen zu einer weiteren Aufnahme des Let's Plays Crosscode. Tja, ihr Leutchen da draußen. Ich weiß nicht, wie lange ich die Aufnahme machen werde. Ich werde jetzt vorab schon mal, ich habe in Anführungsstrichen vorwarnen, dass es eventuell möglicherweise in Anführungsstrichen nur eine 2-Stunden-Aufnahme-Session sein wird. Eventuell werde ich dann die Folgen vielleicht auf 20 Minuten runterkürzen, damit da ein paar Folgen mehr draus werden. Das hat zeitliche Gründe. Ich konnte die letzten Tage leider nicht aufnehmen, weil ich einfach zeitlich ein bisschen eng eingespannt war. Terminliche und persönliche Verpflichtungen und solche Geschichten. Man kennt das ja. Dieses sogenannte, wie nennt man das? Real Life. Genau, wegen Real Life und so, deswegen, ja, also das echte Leben. Nichts ist schöner und stressiger als das echte Leben und, ja, deswegen das schon mal so gesagt. Falls das jemand überhaupt sieht, ist aber auch ehrlich gesagt Wumpe. Ich fange jetzt mal an. Wir hatten ja in der letzten Aufnahme, ja, diese Geschichte mit, ne, diesen Dungeon hier. Ach, ist diese Ausrundung des Geiers Garten, bla und blub. Da war ja diese Dungeon-Geschichte und jo. Also wie gesagt, es wird gleich nur eine 2-stündige Aufnahme. Und ich habe Lea auf Level 90 hochgegrindet mit 558 von 1000 möglichen Erfahrungspunkten, die es noch braucht, um auf Level 91 zu kommen. Naja, ich habe dafür vielleicht kann man das ja mal mit der letzten Aufnahme abgleichen. Da habe ich, glaube ich, schon ein paar Stunden für gebraucht, jo. 2 Stunden, wahrscheinlich, weiß ich nicht, 1, 2, 3 Stunden wahrscheinlich auf jeden Fall. So. Ja, so 140 Stunden. Ist ja schon ein Hammer-Ding. Ich werde jetzt Geiers Garten gehen. Ne, nicht Geiers Garten, war das. Das war doch ein Saphirgrad. Richtig, shit. Habe ich falsch im Kopf gehabt. So. Da wäre was hier, ja, diese eine da. Und beim Tempel der Ascension, da weiß ich nämlich nicht, wie schwer der tatsächlich sein wird. Deswegen, wie gesagt, das wird nur eine 2-Stunden-Aufnahme sein, weil ich selber nicht weiß, wie lange ich brauchen werde, um die ganze Geschichte irgendwie, also wegen Schwierigkeit gerade alles durchzubekommen. Eventuell werde ich dann nach der Aufnahme mal privat mal ein bisschen rumknobeln, weil mir das sonst während der Aufnahme zu lange dauert. Nicht, dass ich dann nachher, weil ich so blöd bin, im Kopf manchmal sein kann, 10, 12, 20 Stunden brauche, nur um diesen scheiß Dungeon hier durchzukriegen. Nicht, dass ich dann kurz vor der Kapitulation stehe und die ganze Sache abbreche. Weil mir, ja, weil, aus Gründen. Deswegen, das ist immer so vorab schon gesagt. Ich werde es nicht abbrechen, ich werde dann halt privat mal weiter knobeln und dann in der nächsten Aufnahme dann das zeigen. So werde ich dann einfach vorgehen. Also, Tempel der Ascension. Temple of Ascension. Erstmal ein paar Blümchen verdreschen, bom bom. Ja! Blaugras, Schlaugras. Bist du es, mein Gras, kann man es rauchen mit viel Gas und Spaß. Nö, kannst du nicht. Du bist ja ganz schön hackedicht. Jo. Boom. So. Ist das schon ein Riesentreffen? Darf ich mal mit mir durchmogeln? Hallo? Hallo, ist da eine Ansprechperson? Also, muss ich mal gucken. Also. Ach so, im Rathaus müssen wir. Shit, was hab ich denn? Da hab ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Mann. Bum, ba, da, da, ba, da, ba, da, dum, ba, da, ba, da, da, ba, da, da. So, hier geht's in den Laberraum. Lea, Liebes, schön, dass du da bist. Jo! Sieht so aus, als wären wir alle versammelt. Das will ich doch schwer hoffen. Oh, außer Johnny. Er ist ja normalerweise immer pünktlich. Naja, er ist nicht das, was du zu
was du denkst, dass er es ist. Aber das weißt du ja auch gar nicht. Und sie können es nicht verplappern, ausquatschen. So, jetzt wo ich darüber nachdenke, schien er nicht gerade begeistert zu sein, als ich mit ihm sprach. Na, Liebes, würde es dir etwas ausmachen, fix bei ihm vorbeizuschauen und nach dem Rechten zu schauen? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Also hier wohnt er nicht, ist ja schon mal klar. Hier wohnt ja auch niemand. Ach so, hier, ne, oder? Ach so, hier. Das ist eine coole Bude. Hi. Hallo, Lea. Das Mikrofon, so, ist aber... Treffen. Bist du hier, um mir von dem Treffen für den neuen Dungeon zu erzählen? Davon weiß ich bereits. Aber um ehrlich zu sein, ich bin nicht sicher, ob ich kommen sollte, mit allen anderen zu spielen. Weißt du, Lea? Gestern habe ich dir die Wahrheit gesagt. Meinst du nicht, dass die anderen auch ein Recht darauf haben, die Wahrheit zu erfahren? Und dann nehmen sie sich ganz schön hart auseinander. Wie? Warte! Zu früh, hm? Könnte sein. Will ich auch hoffen. Ich möchte mal gucken. So, auf jeden Fall. Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass ich mich an etwas Wichtiges erinnere. Zumindest habe ich das Gefühl, als ob noch etwas fehlen würde. Was denn? Also was? Wenn ich das wüsste. Vielleicht ist es auch nur bloß Wunschdenken. So. Weißt du was? Vielleicht ist es sogar eine gute Idee, die anderen dabei zu haben, um mich davon abzulenken. Okidoki. Dann lass uns mal zu dem Treffen gehen. Was passiert eigentlich, wenn ich die Escape-Taste drücke? Naja, nicht viel. So. Ein kleiner Spaß. Ich heiße euch alle in diesem wunderschönen Rathaus herzlich willkommen. Die Gerüchteküche brodelt schon seit einiger Zeit. Und heute ist es soweit. Der letzte Tempel wird freigeschaltet. Die letzte Prüfung für uns Seeker. Ui, es ist Dünchenzeit. Wir sollten alle zusammen ein Rennen machen. Nö. Oh, das schon wieder. Nein, danke. Ich mach das lieber ganz in Ruhe. Ja, ja, wir Oldtimer, wir sind so alt. Guck mal, ich habe graue Haare, bin wahrscheinlich, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich so um die 70, 80, 90 Jahre alt. Und trotzdem bin ich nicht alt und gebrechlich. Ja, ja, wir Oldtimer oder Youngtimer sollten die Dinge schön geschmeidig angehen. Nicht so geschmeidig wie deine Knochen. Ja. Sehe ich auch so. Ich möchte mich nichts abhetzen, sondern es voll und ganz genießen. Aber was ist mit unserer schönen Tradition, die du erzwungen hast? Na, du wirst doch sicher bestimmt mitmachen, ne? Stimmt's? Nö. Gibt's auch eine Art Jein? Ach komm, was soll's. Ah, ich wüsste, dass ich auf dich stellen kann, Schiri. Oh, Scheißnase. Erste Gelehrte, zweite Gelehrte und dritte Gelehrte. Wir haben gehört, dass ihr euch gerade darauf vorbereitet, den letzten Tempel in Umgriff zu nehmen. Wir würden dann gerne Teil dieses ehrenwerten Unternehmens sein. Jo, bitte. Natürlich, setzt euch. Alle Kirchenbärchen. Da gibt es nicht viel zu sagen. Außer, dass du scheiße bist. Also der Zuschauer hier. Lasst uns zusammen den Tümpel stürmen. Die, die Wettrennen wollen, können gerne wettrennen. Und die es nicht wollen, müssen es leider auch mitmachen, ob es ihnen gefällt oder nicht.
Dann treffen wir uns heute Abend alle vor dem Tempel. Nö? Ja, nö. Und bitte nicht spoilern, bis alle fertig sind. William, und werft alle nochmal einen Blick auf eure gottverdammt coole Ausrüstung. Hey, das wollte ich gerade auch sagen. Hey, was soll der Scheiß? Es ist ja eine Zeit, dass wir Sieger unsere Leiche vollenden. Hey Apollo, das ist mein Platz hier oben, nicht deiner. Was hast du eigentlich vor? O Carpador, was hast du nur mit mir vor? Yeah! Hui! Yeah! Boom! Ich sollte... Achso! Jetzt müssen wir jetzt... Hier, Tempel der Ascension, so. Jo. Truhe geerntet. Das ist wirklich der Truhe-Shit. Da bist du ja, Liebes. Der Kunura-Tempel wird bald eröffnet. Aber wir haben noch genug Zeit, um uns vorzubereiten. Sprich einfach mit Lukas, wenn du deine aktuellen Stats begutachtet haben möchtest. Und nun, wo alles gesagt ist, bist du bereit für den Tempel? Natürlich! Mhm. Alle Kirchenbärchen, lass uns alle versuchen, näher an den Eingang zu kommen. Oh, was sind die Dinge? Und die halten alle sich nicht an die Abstandsregeln, das ist gut, auch gut so. Bah, ist das voll hier! Natürlich. Ich mag keine Gegenden mit vielen Menschen. Die ganzen Gerüche und der Schweiß, der ganze Körperkontakt. Nö, nicht so. Ja, ne? Wer hätte das gedacht? Es sind alle da, oder? Es sollte jetzt jeden Moment losgehen. Ja! Yeah. Hallo zusammen. Hi, hallo, hi Schwesterherz. Hi Schwesterherz. Ich habe gehört, dass ihr alle zusammen den neuen Tempel machen wollt. Ja, meine Liebe. Du kannst dich uns gerne anschließen. Nö, nö. Ausgezeichnet. Eingezeichnet. Ausgezeichnet, Mr. Burns. Ah, Mr. Burns. Homer Simpson. Sie sind entlassen. Smithers. Wer ist denn dieser eine gelbe Fettsack? Das ist Mr. Homer Simpson, Sir. Mitarbeiter in Sektor 7G. Ach so. Das sind eine Menge Spieler auf einem Fleck. Ich hoffe, die Server verkraften das. Natürlich tun die das. Mit neuen AMD-Prozessoren auf jeden Fall. Satoshi, Tajiri, denk an die Immersion bitte. Ach, komm schon. Oh, pardon. Das ist der alte Knacker. Und er fliegt. Hast du auch solche Höhenflieger dabei? Willkommen, Seeker. Schön, dich in echt zu sehen. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr euch alle hier versammelt habt. Deine Witze sind immer viel am Platz. Homer Simpson, Sie sind entlassen. Heute ist ein wichtiger Tag. Möchten Sie Sprecher von Mr. Burns werden? Ausgezeichnet. Es ist möglicherweise der größte Meilenstein von Operation Pfadläufe. Der Kulero-Tempel. Die letzte Etappe des Pfades wird nun eröffnet. Darin hoffen wir, endlich die Antworten zu finden. Und sie lautet 42. Aber das kann ja auch egal sein. Kommt darauf an, wie ihr dazu steht. Mir auch egal. Gleichgültigkeit ist mir sowas von egal. Um das Geheimnis der Ahnen zu lüften. Jetzt zähle ich auf euch. Die letzte Herausforderung zu meistern, die die Ahnen für uns vorbereitet haben. Viel Glück und bleibt wachsam. Wer sind diese Typen da? Egal. Es geht los. Diese Zeit. Und eine neue Ära bricht an. Die rennen einen die Bude ein.
so, wegteleportieren. Und was ist jetzt meine Aufgabe? Also ich muss ja doch irgendwas machen, ne? Ja. Was geht, ne? Erstmal den Donner, erstmal das Eis. Ach so, ich muss hier. So, und dann mal den Schallball. Das Feuerlein. Achso, hier, so muss man das. So. Ein bisschen Präzisionsarbeit muss ja immer sein. Du dummes Schwein. So. Und wo ist eigentlich die Musik? Also ich muss da jetzt irgendwas Dummes machen. Was richtig saudumm ist, damit das hier funktioniert. Hä? Ach so, also ich muss hier... Ach so... Wenn ich das richtig sehe, aber hier ist auch keine Musik. Ich zieh den ganzen Scheiß alle an. Also langsam verstehe ich das. Das heißt, na wie gesagt, ich weiß nämlich nicht, wie ich das mit dem Dungeon dann machen werde, machen muss. Und was ist, wenn ich? Komisch. Ich muss mir gerade ein bisschen überlegen. Bin ich doof oder was? Wie gesagt, es kann wirklich sein, dass ich wirklich sehr lange brauchen werde. Also wenn ich... Das heißt... So funktioniert das also. Und jetzt muss ich in dieses komische Bällchen hier, dieses lustig fröhliche Bällchen.
spielen. Aber das ist auch keine Musik hier. Ich frage mich, ob das von den Entwicklern so beabsichtigt wurde. Feuer. Also wenn ich mit dem Feuer. Jo. Muss ich nochmal. So. Da kommt also schon der erste Bossgegner. Also, nicht wundern, dass ich hier so still bin. Das hat seine Gründe. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren und direkt nachdenken. So. Was soll's? Was soll ich schon ausrechnen? So. Das war's ja. Das wäre ja ein ziemlich leichter Gegner. Für eine blauhaarige wie die hier. Aber mal gehen wir trotzdem mal. Einfach mal. Und magisch wird er angezogen, dieser fette, dumme Scheiß Meteorit, der darüber schwebt. So, ihr Menschen da draußen. Ah, jetzt geht also. Jetzt geht das richtig auch musikalisch los. Oh, hallo, Sam. Wäre das schon der ganze Dungeon? Jo, und damit verabschiede ich mich das DLC. Hat Spaß gemacht. Danke an die Entwicklern, Einwicklern, Auswicklern, Umwicklern, Abwickler. Und tschüss. Nee, so war das jetzt. Oh, hoffe ich nicht. Hoffe nicht. Gehört die Musik auch zum Soundtrack? Ich kann schon mal sagen, nö. Leider. Hallo, hallo, hallo. Alle anderen auch hier. Sieht so aus, als ob der Dungeon dieses Mal auch Außenbereiche enthält. Also so aus wie offener Vollzug oder so. Verstehe. Toll. Es geht los. Bist du draußen? Sieh du aus. Ja, sieh aus. Hallo? Versteckt euch nicht dahinter, sonst kann ich euch nicht sehen. So, also dann gehen wir weiter. Das war eine schöne Gegend. Diese Kristalle, die
Cutscenes fast wie ein neues Rätselelement aus, nicht wahr? Jo, könnte man meinen. Stimmt. Glaubst du, die Ahnen haben sie geschaffen? Wie weiß ich, könnte mit der Botschaft des Himmels zusammenhängen? Oh, interessanter Gedanke. Achso. Mann, ich weiß nicht, was sie dabei gedacht haben. Sie soll jetzt also zurück zum Strand, um eine weitere Form zu holen. Sieht ja ganz so aus. Ich dachte, ich bräuchte nur die mit ihr davon. Die hatten echt mal so eine Form gebracht, außerhalb des Dungeons angebaut können. Hey, du hast von mir überzählt, es um wieder Muskel. Keine Lust, lass mich hier noch ein bisschen rummühlen. Lalala. Oh. Achso, ich dachte, man könnte hier so. Na und, ja. Hier ist auch nicht. Gibt wieder diese lustig-fröhlichen, Dingens. Mal eh. Ich muss also zurückgewehrt, nicht zurückgeweigert. Wegpunkt entdeckt. Ah, hab dich eingeholt, Schiri. Du bist ja immer langsamer. Das neue Wappelsäure-Zügling war Anfang etwas verwirrend. Aber jetzt habe ich den Dreh raus. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Ah, sieht so aus, ob wir noch nicht so weit zurückliegen. Bonjour. Dran, alter Knabe. Hi. So einen Außenbereich hatte ich nicht erwartet. Ui, das macht es nur spannender. Wie auch immer, ich muss das Rennen gewinnen. Au revoir. Wohin eigentlich? Wohin du willst. Gut, dann gehen wir wissen. Achso, die Kristalle kann man auch auseinanderschmettern. Das ist schon wieder. Lustig, fröhliche wieder. Knuspergeräusche.